Herzlich willkommen, Freunde, hier zurück zu einer Runde Pokémon, beziehungsweise nach einer langen Zeit wieder zurück zu einer Runde Pokémon. Wie ihr seht, haben wir momentan das Streaming-Set hier aufgebaut. Das liegt daran, dass ich das andere Set, was wir sonst immer benutzt haben, momentan nicht zur Verfügung habe, dass ich das irgendwie durch OBS zurückgesetzt hat und ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich muss das erst wieder neu einstellen. Das war jetzt auf die Schnelle nicht möglich, das würde unnötig Zeit kosten und dadurch könnte ich keine Aufnahme jetzt direkt machen. So, ich würde das Team nehmen. Ich habe Ewigkeiten auch kein Pokémon mehr gezockt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe eben gerade einen kleinen erstes Kampf gemacht, einfach so zum wieder reinkommen. Aber trotzdem, ich habe gemerkt, ich mache ein paar Flüssigkeitsfehler, ein paar mehr als gewollt. Was haben wir da? Einer aus den Vereinigten Staaten. Ich möchte kein zufälliges Ei. Okay. Da haben wir ein Xerox, ein Gardevoir, ein Dragoran, ein... Oh Gott. Deren Name mir gerade nicht einfallen will. Das Drachen-Gesteins-Pokémon. So. Alle nebenbei sind weiblich. Schlappohr und ein Heatran. Okay. Wie gehen wir jetzt am besten vor? Ich hätte... Also er hat 3, 4 physische, 2 spezielle. Das heißt also, Eschnatoll wäre eine gute Alternative. Ich könnte auch Richie Steele zu Beginn rauspacken. Ich glaube, das tue ich auch mal. Despotar wäre auch sehr schön, da er halt eine gute Alternative gibt. Und Eschnatoll als physische Wall. Versuchen wir es mal. Na, schauen wir mal. So. Heatran. Da haben wir natürlich jetzt das blödeste Matchup überhaupt. Aber trotzdem können wir das als Starthilfe eventuell nutzen. So. Donnerwelle. Lavasturm. Ah, das... Je nachdem, wie er es gespielt hat, ja, stecken wir das locker ein oder nicht. So. Explosion und Eisenschädel wird uns nicht viel nutzen. Ja. Kein bisschen harter. Kein bisschen. So. Setzen wir noch direkt auf Tarnsteine. Auch wenn ich, wie gesagt, kein Fan davon bin. Einfach kein Fan davon. So. Also, ich habe jetzt die Wahl. Ja, ich habe die Wahl. Zwischen Eisenschädel, das schreckt zurück, der Lavasturm. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel der Schaden macht. Der Lavasturm könnte uns killen. Er könnte uns killen, wenn er durchkommt. Oder wir jagen uns in die Luft und sind so oder so tot. Ich entscheide mich für die explosive Variante. Kabum! Wird wahrscheinlich wenig Schaden machen. Aber dadurch haben wir zumindest die Möglichkeit, einen schönen Abgang zu hinterlassen. So, Despotar kann jetzt übernehmen. Ich weiß, dass Heatran zwar Erdkräfte verfügen kann. Was aber letzten Endes beim Sandsturm bei einem Despotar bzw. einem Mega-Despotar nicht so viel ausmachen sollte. Aber ich weiß nicht, was hat. Das hat Heatran vielleicht noch im Set, was er uns noch anhängen kann. Jetzt könnte Tarnsteine natürlich auch wieder raushauen. Aber es könnte vielleicht noch andere Moves auf dem Kasten haben, die Toxin. Okay. Das lässt mich zu einem Schluss kommen. Also eventuell dieses Heatran keinerlei guten Moves noch hat, die gegen uns wirksam sind. Ich gehe mal jetzt voll Risiko und setze noch einen Drachentanz ein. Flinkklaue. Ah, warte mal, es kann Brüller.
ficken. Ah. Er kann Brüller, diese Sackratte. Na gut, ich setze das einfach mal auf Plage. Damage over time. Setz Eisenschädel ein. Das heißt, du verlierst deine Fähigkeit. Du wirst zur Mumie. So. Das heißt also entweder, ich kann jetzt ausharren. Ich mach einfach mal Gedanken gut. Wenn er mich rausbrüllt, dann kann ich, greife ich einen Despoter an. Er hat eine Paralyse auf sich. So. Gut. Dann setze ich jetzt auf Schutzschild. Ich warte einfach aus. Mein Eschnatoll. Hey. Eine weitere Paralyse. Sandsturm hat sich gelegt, also Eschnatoll kriegt jetzt hier kein Damage over time mehr. So. Ich setze einfach einen Plage ein. So, Schutzschild. Okay, er versucht mich mit Lavasturm jetzt down zu knüppeln. Ich muss nur gucken, dass die Plage halt auf ihm drauf bleibt. Egal, ich setze jetzt lieber mal auf Erholung. So. Kümmern wir uns erstmal, dass die Vergiftung wieder runter ist. So. Dankeschön. Wehrt die Attacke ab. Oh, du wurdest von der Plage befreit. Das heißt also, du kannst jetzt agieren. Dann hat die Flinkklaue. Das kann ich angreifen durch die Paralyse. Ja, bisschen doof war. So. Bin schon mal gespannt, was er als nächstes da gegen meinen Eschnatoll reinholt. Okay. Die Sache ist die, wenn er mich jetzt physisch angreift, verliert er sofort seine Fähigkeit. Das muss ihnen aber klar sein. Kopfschuss. Da stecken wir weg. So. Fähigkeit verloren, mein Freund. Das macht sogar einigermaßen Schaden. So. Du kannst nicht wechseln. Ich mach Schutzschild. Kopfstoß schützt sich selbst. Gut, das heißt, ich kann in den nächsten Zug einfach auf Erholung gehen. Aua, halt durch. Boah. Sieht so aus, als wäre es ein glücklicher Tag, hä? It's your lucky day. Hm.
Desputar wehrt die Attacke ab. Das ist jetzt irrelevant. Mein Sandsturm ist schon draußen. Und der wird sich nicht mehr erneuern können. Das wird definitiv nicht mehr der Fall sein. Ich habe so ein bitteres Gefühl, dass er Sherox noch dabei hat oder sowas. Ja, das war klar. Da hat das Sherox bis zum letzten Zug aufgehoben. Das hat er getan. Patronhieb. Boah. Das tut weh. Jetzt hat er seinen Techniker verloren. Okay, es nutzt letzten Endes nichts mehr. Er hat seinen Life Orb. Leider funktioniert das nicht. Schade. Das war wohl ein Satz und X. Was? Was macht er? Hä? Okay. Wie auch immer. Was hat es für ihn jetzt für Gründe gegeben, nicht mehr auf Patronhieb zu gehen? Gibt es irgendeinen Grund, nicht mehr auf Patronhieb zu gehen? Ich überlege gerade. Es muss doch irgendeinen Grund gegeben haben, warum er jetzt nicht mehr auf Patronhieb gegangen ist. Oh Gott. Okay. Keine Ahnung. Weil der Patronhieb wäre der sichere Kill gewesen. Verstehe ich jetzt nicht. Nee, ich grübel da. Ich grübel gerade. Ich überlege gerade. Es gibt für mich kein Szenario, warum nicht. Okay, hätte der Tendenzwert. Ich bin gerade so nochmal überlegen. Hätte der Tendenzwert jetzt so rein rechnerisch von Eschnatoll ausgereicht, diesen Schlag nochmal zu tanken, hätte er ein Full Life Eschnatoll sich gegenüberstehen müssen. Und das wäre wahrscheinlich nicht gut für ihn gewesen. Deswegen, ja. Frage der Fragen halt. Warum hat er diesen Zug so gemacht, wie er ihn jetzt gemacht hat? Es war nicht gut von ihm. Ganz ehrlich, das war nicht gut von ihm. Das hat ihm gerade alles gekostet. Aber gut. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Oder, ich sag mal so. Entweder hat er sich verdrückt oder er ist, es gibt so Leute, ein arrogantes, ja, ich spreche es jetzt gar nicht aus, der meinte, okay, ich kann es, ja, es ist ausbieten und tu dich nochmal schön vorführen, gibt es auch, ihr kennt bestimmt auch, ihr habt die bestimmt auch schon alle gesehen. Oder er hat vergessen, dass Patronhieb sein First Strike war und ist auf eine andere, auf eine Käferattacke alternativ ausgewichen. Das kann natürlich sein. Oder ich persönlich, mein Gefühl sagt mir irgendwie, das war so die, es ist einfach so. Ich habe das schon oft genug bei Pokémon oder bei anderen Spielen gesehen. Dass es jemand dann jetzt meint, okay, jetzt bin ich so ein arrogantes sonst was, jetzt gibt's nochmal den Nahkampf schön für dich zum Mitnehmen. Ja, also, ist so. Ich habe oft genug so Leute getroffen, die dann solche Kack-Moves nochmal machen, obwohl es den Sieg komplett kosten könnte. Na gut. Ich würde sagen, für die erste Runde verabschiede ich mich erstmal. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Pokémon. Also, bis dahin.